Einen wundervollen guten Morgen, digitale Tomatenomaden, und herzlich willkommen aus dem Goodies in Hamburg. Es war eine kurze Nacht, gestern haben wir ein geiles APC-Event hier durchgehauen. Sind jetzt noch alle gemeinsam am Frühstücken. Daher gibt es noch eine kleine Sightseeing-Tour und dann geht's auch wieder nach Hause. Aber erstmal was für den Bauch. Gut gestärkt. Nächster Tagesordnungspunkt: Video drehen. Tschüss, Timo. Bam, jetzt sind wir hier direkt am Hafen. Oh, hier ist schön. Alright, lass uns loslegen. Okay. Dreh dich die ganze Zeit weiter. Das ist ja ganz entspannt. Das ist voll Stockelmarsch. Was? Alter, mir ist kalt. Oh, jetzt wird so kalt. Aber ich kann mich auch schnell drehen. So, let's get ready to rumble. Oh yes. Oh yes. So, wir brauchen jetzt das absolute Highlight für den Trailer. Timo macht sich schon mal warm. Ja, sieht so gut aus. Viel Spaß. Won't you dance with me? Find a place to lose it. You can do it. Won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. Die Handbewegung am Ende. Schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, Dito. Es geht los. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Köln. Ich gehe mal als erstes eine Mittagspause. Auf jeden Fall sehr, sehr kurz die letzte Nacht. Doch keine Schlafpause. Ich wollte eigentlich pennen, deshalb haben wir jetzt irgendwie ewig mit Tom gequatscht und haben Pläne geschmiedet und so guckt, wie das alles so wird und was alles so wird. Und boah, das war jetzt schon eine produktive Autofahrt. Wir machen jetzt die erste Pinkelpause. Falls ihr euch wundert, warum ich so komisch gucke, ich habe keine Kontaktlinsen drin. Ich sehe quasi fast noch nicht mal bis zur Kamera. Ich habe das wissen immer viele Leute nicht, so -5,5 und -6,5 Stärke. Also ich bin eigentlich komplett blind, deswegen muss ich mich jetzt an meine bezaubernde Freundin dranhängen, weil ich eigentlich gar nicht sehe, wo wir jetzt hier gerade sind. Doch, wir fährt neben uns ein Auto, das sehe ich auf jeden Fall. Aber wo die Toilette ist, könnte ich jetzt... Gestern beim Interview wurde ich wieder von vielen Leuten, das ist immer so die Standardfrage, und Robert, bist du nervös? Und ich meinte gestern so, teils. Und ist mir mal bewusst geworden, dass diese Mischung, die wir gerade am Start haben, super wertvoll ist. Und zwar auf das Interview mit Sascha und Timo war ich null nervös. Die beiden kenne ich schon persönlich, wir verstehen uns super. Ich weiß, dass das einfach einen geilen Draht so schon gibt. Das Interview ist im Prinzip dadurch, dass mich das Thema Podcast auch gerade mega interessiert, fast so ein Selbstläufer. Ich stelle einfach die Fragen, die mich selbst interessieren. Da war ich null nervös. Auf das Interview mit Luisa war ich ja schon doch ein Stückchen nervös, weil ich sie eben vorher noch nie kannte. Wir haben nur ein bisschen E-Mail-Kontakt und sonst eigentlich gar nicht so wirklich eine Connection bisher gehabt. Und da dachte ich mir so, wer weiß, wie das wird, weil ich auch immer bei so Interviews gar nicht mehr denke, wenn ich irgendwas vergesse oder sowas. Erstens, ich habe Notizen, ich bin gut vorbereitet, aber ich bin immer so ein bisschen nervös, weil ich halt eine geile Qualität produzieren will und manchmal nicht genau weiß, so, wenn ich die Person noch nicht kenne, wie interagiert man, wie ist man auf einer Wellenlänge, wie sehr schafft man sich die Bälle hin und her zu spielen, wie sehr schafft man es einfach da irgendwie eine coole Connection zu haben und ein flüssiges Interview zu machen. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen bei so Sachen nervös und das hatte ich vorher und das zeigt mir mal wieder so, diese Nervosität ist super wichtig, denn wenn ich jetzt nur so Interviews machen würde wie mit Sascha und Timo, dann würde ich mich nicht wirklich weiterentwickeln. Aber wenn ich nur Interviews machen würde wie mit Luisa, dann wäre ich jedes Mal, dass ich vorher mit so ein bisschen so, hinterher würde ich zwar merken, okay, es war geil, aber jedes Mal, glaube ich, da verliert man dann schnell den Bock auf die Sache, wenn man jedes Mal mit so einer, und ich glaube, es braucht diese geile Mischung, weil das Interview gestern war perfekt. Ich hatte ein bisschen Nervosität, war angespannt, habe deswegen wieder meine Komfortzone erweitert, mich wieder mit einem neuen Menschen connected, auf den ich jetzt ja einfach irgendwie einen coolen Draht habe und wir haben uns gut verstanden. Und auf der anderen Seite aber auch diese Gelassenheit, diese
Ja, das mit Sascha und Timo, das wird einfach richtig geil, da mache ich mir auch gar keine Gedanken. Und das ist eine sehr, sehr coole Mischung, dass wir nicht zu sehr auf Comfortzone-Challenges und nicht zu sehr auf Sicherheit gehen, sondern immer diesen Drahtseilakt zwischen beidem schaffen, weil wir dann uns weiterentwickeln und auch die ganze Zeit Bock auf die Sache haben und einfach nicht die Lust daran verlieren, weil alles immer so herausfordernd war, alles immer, weil wir haben einfach nicht die ganze Zeit Lust auf Dinge, die uns immer wieder herausfordern, müssen wir auch einfach ganz klar sagen. Und deswegen war das für mich gestern die perfekte Mischung und deswegen war das ein rundum gelungener Abend. Oh yes, we made it! Back in Köln! Steil! Top-Tipp für jeden, der das Gefühl hat, so das komplette Leben zieht nur so ganz schnell an einem vorbei. Macht mal einen Tagestrip. Wir sind gestern früh hier los, also vor, keine Ahnung, 36 Stunden, weniger sogar. Und es fühlt sich so an, als wäre es letzte Woche gewesen. So krass. Liebe Kinder, will ich nachmachen. Komplett Löffel Erdnussmus. Das ist schon verdammt komisch. Aber. Tschüss. Liebe Freunde. Es ist jetzt, oh krass, 21.18 Uhr. Ich habe jetzt, glaube ich, die letzten 3 oder 4 Stunden mit Tom gebrainstormt und wir haben so viele geile Ideen. Alter, das macht so Spaß, ey. Ungelogen, der Tom ist so ein Glücksgriff. Ich bin so happy, dass der mit dabei ist. Wir ergänzen uns so gut, wir sind so ähnlich in so vielen Dingen und ping-pong uns die ganzen geilen Ideen hin und her. Ich kann euch nur sagen, es wird phänomenal. Die APC-Ideenliste ist bis zum Bersten voll. Mal gucken, wie wir das alles umsetzen. Ich freue mich so drauf. Wisst ihr, was mir durch dieses Gespräch gerade mal wieder bewusst geworden ist und was generell ein Trend ist, den ich bei mir in den letzten Wochen feststelle? Ich konsumiere immer weniger. Ich gucke fast gar keine YouTube-Videos mehr. Das Einzige, was ich gerade an Content konsumiere, ist, wenn ich die Vorbereitung für die APC-Interviews mache, um einfach genau zu wissen, was die Experten so machen, was bei denen abgeht, was deren Projekte sind. Lese ich die Bücher, gucke ich mir die Videos an, höre die Podcasts und so weiter, um da einfach irgendwie ein geiles Interview machen zu können. Aber ansonsten, zum reinen Lernen, konsumiere ich irgendwie gerade fast gar nichts. Vorhin im Auto ein bisschen angefangen Podcasts zu hören, ein bisschen angefangen Audible zu hören, aber irgendwie hat mir das gerade nicht so wirklich viel gegeben und ich dachte mir so, hä, warum denn? Sonst habe ich das doch voll genossen. Und alle sagen so mal, ja, lesen, lesen, lesen. Aber ich merke gerade, ich komme gerade voll in so ein State rein, dass ich lieber selbst denke als konsumiere. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr, sehr begrüße, weil ich mir sage, irgendwie, ich habe schon einen ganz guten Plan. Ich glaube, wenn wir komplett neu starten, dann ist es super sinnvoll, erstmal alles zu konsumieren, was es irgendwie nur gibt, um erstmal einen Einblick zu bekommen. Aber ich bin jetzt schon ganz gut in der Materie drin. Ich bin noch längst nicht am Ende der Fahnenstange, aber ich habe einen ganz guten Einblick. Und deswegen ist es jetzt eher sinnvoll, selbst zu machen und selbst nachzudenken. Und gerade mal sowas wie Tom gerade. Ey, wir haben gerade 3-4 Stunden uns die ganzen Ideen um den Kopf gehauen und dadurch eine viel steilere Lernkurve und viel mehr Möglichkeiten, Ideen, Erkenntnisse, neue Projekte sind aufgekommen, die ich irgendwie niemals in der Zahl geschafft hätte, wenn ich einfach nur was konsumiert hätte. Und ich stelle mal wieder fest, viel zu wenige Menschen nehmen sich einfach auch wirklich die Zeit, um mal in Ruhe nachzudenken. Und das geht bei mir auch immer wieder unter und ich muss mich echt genau zu solchen Dingen, aber so eine Sachen passieren dann auch irgendwie spontan, wenn man jetzt irgendwie einen coolen Partner hat, mit dem man solche Sachen besprechen will. Wenn wir jetzt komplett One-Man-Show machen, dann halte ich es für überaus sinnvoll, im Terminkalender regelmäßig Zeiten zu blocken, einmal die Woche, zweimal die Woche, wirklich sich mal 2 Stunden Zeit zu nehmen, um einfach mal zu denken. Gerne auch jeden Tag eine halbe Stunde. Es boostet mich immer wieder, wenn ich einfach mal nachdenke und mir einfach mal wirklich dieses Vakuum, diesen Luxus von unverplanter Zeit gönne, boah, das bringt mich jedes Mal krass voran. Oft mehr, als wenn ich in der Zeit irgendwie anfange, ein Buch zu lesen oder als wenn ich in der Zeit anfange, einen Podcast zu hören oder in der Zeit anfange, mir YouTube-Videos anzugucken, was natürlich geil ist, um immer wieder so einen Impuls zu tanken und ist ja auch schön und ich mag es auch einfach gerne, ein bisschen zu konsumieren. Aber dieses Selbstdenken, boah, da liegt so ein Schatz drin und mein Ziel ist es, euch so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, wenn ihr merkt, ihr kommt gerade nicht weiter, nicht so diesem natürlichen Impuls zu folgen, okay, ich ziehe mir jetzt mal Input rein, gucke mal, was andere Menschen dazu sagen, sondern sich zu sagen, ich denke einfach mal selber drüber nach, ich gucke einfach mal, was sind so die Dinge, die als erstes kommen, wenn ich da weiter reinbohre, weiter mir Fragen stelle, vielleicht auch irgendwie mit Zettel und Stift, mit Brainstorming, was sind dann Dinge, die danach kommen, was kommt danach und immer weiter an die Wurzel gehen
Und so können wir oft die allermeisten Probleme komplett selbst lösen und brauchen gar nicht diese tagtägliche Inputflut von Videos, Podcasts, Büchern, Audios und so weiter und so fort, weil wir so viel in uns selbst haben. Wenn wir an einem gewissen Punkt sind, dann macht einfach dieses Denken oft mehr Sinn als Konsumieren. Das merke ich einfach gerade, deswegen ziehe ich mir gerade sehr, sehr wenig rein und denke einfach mal selber nach. Und dafür möchte ich euch so ein bisschen feinfühlig machen, einfach mal zu testen. Probiert's mal aus. Kommt ein bisschen weg von dem, was ihr euch gerade aktuell reinzieht und sagt euch einfach mal so, okay, ein bisschen Zeit zwack ich ab, um einfach mal selbst zu denken. Ich glaube, es kann eine Menge bewirken. Und das trifft natürlich insbesondere bei so Dingen wie jetzt der Awesome People Conference zu. Ey, wir produzieren da so viel Input. 34 Interviews am Ende, ja, 80 Minuten im Schnitt, das sind irgendwie 50 Stunden Content. Und wirklich, es ist mir wichtig, dass ihr euch nicht das alles komplett reinzieht und dahinter sagt, jetzt habe ich hier Energie und Motivation und jetzt weiß ich aber nicht, was ich damit machen soll, sondern wirklich in Maßen konsumieren und immer wieder selbst reflektieren. Wenn ich mir Bücher reinziehe als Audible, als Hörbuch, dann bin ich immer mit einer Evernote-Liste dabei und trage mir meine wichtigsten Bullet Points, die ich rausziehe, komplett erstmal nochmal ein und denke nochmal über alles drüber nach. Auf der einen Seite natürlich, weil ich für euch eine Review draus machen will, und auf der anderen Seite, weil mich das dazu zwingt, mehr darüber nachzudenken und letztendlich mehr von dem umzusetzen, denn Input, Konsum ohne Umsetzung, ohne Output bringt überhaupt gar nichts. Düdüm, jetzt dachte ich mir ganz ambitioniert, komm, machen wir mal einen Timelapse vom Kölner Dom. Und dann stehe ich davor und merke so, das Ding ist höher als gedacht, das wird wahrscheinlich selbst auf den Weitwinkel nicht raufpassen. Aber geil sieht's aus. Ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich vor dem Kölner Dom stehe. Ich weiß nicht, wie ich das bisher nicht sehen konnte. Das erinnert mich krass an Barcelona. Sagrada Familia ist eine ähnliche Nummer. Geil. Jetzt muss ich irgendwie Kathi finden. Wo ist sie? Zack, Timelapse hat doch funktioniert. Kathi ist auch wieder da. Wir gehen jetzt noch gemeinsam was essen. Und es ist eigentlich ein Unding, dass wir jetzt schon irgendwie fast eine Woche hier sind und ich jetzt zum ersten Mal hier abends eigentlich überhaupt rumlaufe und gucke, wie das so alles aussieht hier. Von wegen 2 Monate Sightseeing und so. Ja, ja, ja. Wir haben noch nicht einmal Sightseeing gemacht. Aber müssen wir auf jeden Fall die nächsten Tage hier in Köln nochmal nachholen. Denn ich glaube, hier gibt es noch eine Menge zu sehen. Speziell da drüben ist ja, glaube ich, dann der Rhein. Und da ist, zumindest hat mir das Google Maps gerade verraten, direkt so eine geile Brücke, die, glaube ich, richtig schön aussieht. Ja, ich glaube, das wird cool. The Dim, Fast and Future, wo ich letzte Woche schon mit Lulu war, was richtig geil war, hat zu. Deswegen Klassiker, Papiano. Sehr gut, Freunde, das war's für heute. Langer Abend, 0.30 Uhr haben wir es noch. Wir haben gerade ein bisschen tricky Geschichten mit unserem Team zu klären und ich will jetzt gerade an dieser Stelle nicht irgendwie da weiter reingehen, aber ist alles nicht so easy gerade. Schreibt mal einen Kommentar rein mit dem selber denken und mit dem Konsumieren. Habt ihr euch so ein bisschen ertappt gefühlt? Habt ihr vielleicht selbst auch so eine Routine von wegen, dann und dann habe ich mir feste Zeiten zum Brainstormen, zum Nachdenken geblockt und hätte es für euch gut funktioniert? Schreibt einfach mal Feedback rein. Würde mich freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht.